Zu Weihnachten habe ich die Mio Alpha 2 bekommen und habe heute einen ersten Real-Test mit der Uhr gemacht. War also unterwegs gewesen, bin meine etwas über 5 Kilometer runtergelaufen und muss sagen, sie hat durchgehend wirklich gut funktioniert. Das Einzige war, sie hat die ganze Zeit immer angezeigt, ich laufe im roten Bereich. Ich habe sie also über eine Android-App habe ich sie eingestellt auf mein Körpergewicht, auf mein Alter, auf meine Größe. Und demnach bin ich wohl immer etwas zu schnell unterwegs gewesen. Oder ich muss mal nachlesen, wie ich den Puls weiter nach unten bekomme. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar für die Gesundheit schlecht ist, wenn sie immer im roten Bereich läuft. Aber zumindest ist meine sportliche Aktivität nicht optimal gewesen. Werde noch mal ein bisschen nachlesen müssen, was man dagegen tun kann. Man sieht auch jetzt noch, sie misst also die ganze Zeit hier den Puls weiter. Das funktioniert ohne Brustgurt, sie macht es direkt am Arm. Das war auch ein Grund, weshalb ich mir die Mio Alpha 2 zugelegt habe oder gewünscht habe, dass es ohne Brustgurt geht. Ich hatte auch kein Problem beim Laufen jetzt, dass der Ärmel über die Uhr drüber rutscht. Ich habe hier also ein kleines Bündchen, wie man sieht. Wie das jetzt mit dem Ärmel ist, die etwas offener gestaltet sind, habe ich schon gelesen, ist wohl durchaus ein Problem, dass dann der Ärmel drüber rutscht, wenn man langarmig unterwegs ist. Auch die Position der Uhr hier war angenehm und gut, weil es wird oft gesagt, sie müsste halt an einer unbequemen Stelle befestigt werden, damit sie den Puls messen kann. Also für mich war das hier in Ordnung gewesen. Und um sie mal auch von innen zu zeigen, die Befestigung ist sehr, sehr gut. Es wird nämlich hier durchgeführt, hier eingehakt und hier nochmal verknüpft. Dadurch liegt das Armband auch richtig schön eng. Jetzt hat sie wahrscheinlich angefangen zu piepsen, weil sie keinen Puls mehr findet. Genau, jetzt wird es auch rot. Hier hinten sieht man also die Sensoren, worüber der Puls gemessen wird. Ich schalte es jetzt mal ab. Gut, okay. Ein weiterer Grund für mich, für die Mio Alpha 2 war, dass sie auch wasserfest ist und auch beim Schwimmen genutzt werden kann. Jetzt heute war der Lauftest gewesen. Schwimmen werde ich wohl erst im Sommer wieder. Also im Sommer, wenn das Freibad geöffnet ist, gehe ich eigentlich regelmäßig schwimmen. Und dafür finde ich es also auch genial. Womit sie leider nicht optimal zusammenarbeitet, ist mein iPhone 3GS, das ich immer noch benutze, weil ich finde, es ist klein. Es hat alle Funktionen, die ich brauche. Und ich nutze Runtastic beim Laufen. Sie braucht die Apple-App, braucht nämlich iOS 7, was auf dem 3GS leider nicht läuft. Deswegen die Konfiguration habe ich mit meinem Android-Telefon gemacht. Jetzt muss ich halt in Zukunft überlegen, nutze ich mein Android-Telefon, das natürlich wesentlich größer und gewichtiger ist, wie das hübsche kleine 3GS, mit dem das Laufen doch viel angenehmer ist. Oder übertrage ich einfach die Daten immer im Nachhinein auf mein Android-Telefon und verknüpfe die Daten dann dort einfach über die Website wieder mit Runtastic, sodass ich dann hier die Daten auch wieder zur Verfügung habe. Das muss ich mal sehen, wie weit das funktioniert. Das bleibt noch eine spannende Frage. Und ja, also für den ersten Test würde ich sagen, hat die Mio Alpha 2 mir gut gefallen und bin sehr zufrieden damit.